burning down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, es kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Das würde ich gerne sagen, aber ich habe jemanden, der inzwischen mit einer Untersuchung so tief damit beschäftigt ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und mir zu helfen dabei, dass das eigentlich fast schon eher sein Video ist und ich mich so ein bisschen als Co-Moderator fühle, was ich absolut in Ordnung finde, habe ich ihm auch gerade nochmal gesagt, solange es nicht um diese Lesung geht. Weil wenn wir in das PDF reingehen, was er eigentlich zusammengestellt hat, ich spreche natürlich von Gerald, von wem sonst, das 78 Seiten oder sowas hat inzwischen, wo wir immer noch auf der ersten Seite rumkauen, haben wir uns auch nicht geträumt, dass das so lange dauert, weil da kommen immer wieder neue Informationen. Deswegen, also ohne jetzt viel Worte zu machen, ihr versteht ja sowieso nicht den ganzen Satz, den ich sagen will. Also, herzlich willkommen, Gerald, zur 5. Sendung über die modernen Kriege. Und, wie wir gerade eben festgestellt haben, du stellst diese ganzen Papiere zusammen, du erstellst sogar ein Skript für die 5. Sendung aufgrund deiner Untersuchung und ich werde probieren, mit den Bildern mitzuhalten und freue mich darauf zu sehen, was du zusammengetragen hast. Und wenn wir irgendwann in dem Originalpapier weiterlesen, dann komme ich auch irgendwann nochmal ans Wort. Aber jetzt erteile ich dir das Mikrofon, Gerald. Herzlich willkommen zur Sendung heute. Ja, also herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuseher, und auch herzlich willkommen nochmal, lieber Jörg. Es ist wirklich verrückt, wie sich das gerade so alles hier zusammenbaut, aber es ist wirklich so, eine Information kommt auf die andere. Ich weiß auch nicht gerade, was los ist, und wir kommen irgendwie gar nicht hinterher. Also natürlich möchte ich, dass das Skript weiter gelesen wird natürlich und vor allem, Jörg, von dir auch gelesen wird natürlich. Aber wir haben jetzt gerade wieder so ein paar interessante Sachen gefunden und ich habe mir einfach mal erlaubt, das irgendwie ein bisschen einzubauen in die Lesung und denke, dass wir auch hier den Bezug auch zu der 4. Lesung nochmal herziehen können. Und da können wir vielleicht versuchen, so eine kleine Brücke zu bauen. Deswegen würde ich jetzt auch ohne groß jetzt drumherum zu reden direkt anfangen. Und die Zuhörer zu sehr erinnern sich ja vielleicht noch an die letzte Video mit der Einleitung, mit diesem Video, was der Raphael dem Jörg geschickt hatte, was einem ja auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wo es darum ging, dass die Adenauer-Regierung bis zur Kohl-Regierung ja letztendlich mehr oder weniger bestimmte Dinge gedeckt hatten und auch unter den Tisch gefallen lassen hatten. Stichwort war diese sogenannte Braunbrücke.
Buch, von dem wir festgestellt haben, da gibt es ja nicht nur eins, da gibt es mittlerweile sogar drei. Und in diesem kurzen Video, was ja 8 Minuten ging, was die Einleitung zum letzten Video war, ging es ja mehr oder weniger darum, dass ein doppeltes Spiel gespielt wurde mit der Bundesregierung. Das heißt, die damalige Adenauer-Regierung hat gegenüber dem deutschen Parlament mehr oder weniger gelogen, als es um die Offenlegung der NSDAP-Akten ging. Und das war damals, als das Video entstanden ist, war glaube ich in den 70er Jahren ja doch eine relativ hohe Zahl von potenziellen Tätergruppen. Ja, der Leiter dieses Berlin Document Center hat ja da die Zahl von 13 Millionen angegeben. 13 Millionen Deutsche seit 1945 und die waren damals natürlich noch nie alle weg. Und im weiteren Verlauf ging es eben darum, dass wir dann auch erfahren konnten, dass bisher dann auch 26 Bundesminister und insgesamt 2 Bundespräsidenten eben auch NSDAP-Mitglieder im Kabinett waren. Und das ist natürlich insofern schon eine ganz schöne Nummer. Das hat mich eben ja schon ganz schön überrascht. Und insofern überrascht, weil ich von dem Adenauer ein paar Dinge erfahren habe, beziehungsweise ja über ein, ich sage mal, Buch, was ich entdeckt hatte im Internet, was auch als PDF zur Verfügung steht, was ich auch dem Jörg gerade eben vor 5 Minuten übersendet habe. Auf Informationen stoßen bin. Das sind die sogenannten Adenauer-Briefe, auf die ich gleich eingehen werde. Dieses Buch, was dem Jörg jetzt auch vorliegt, das nennt sich Es droht eine schwarze Wolke und dann zweite Überschrift Katholische Kirche und Zweiter Weltkrieg. Und das ist ein Buch, das muss ich sagen, das kannte ich nicht. Und ich finde es ja immer gut, wenn solche Sachen kostenfrei zur Verfügung stehen. Wer das eingibt als Google-Suche, der wird wahrscheinlich dann direkt diesen Link dann bekommen. Ist wie gesagt frei zum Download zur Verfügung und ist von einer internationalen katholischen Friedensbewegung. Und das fand ich natürlich interessant, ne? Zumal man auch eben aus dem katholischen Bund natürlich auch solche Informationen gerne hört. Und diese Organisation nennt sich Pax Christi. Und dieses Buch ist sozusagen ja mehr oder weniger eine Zusammenstellung von verschiedenen Autoren, die hier mehr oder weniger kurze Beiträge zusammengefasst haben, teilweise auch aus eigenen Werken, die wir dann sicherlich auch nochmal im Verlauf kennenlernen werden. Ich habe da mehr oder weniger mir 1-2 Autoren mal rausgesucht, dort auch weiter mich gekümmert und wie gesagt, dort wirklich in einen unglaublichen Informationswolke da reingekommen. Also man kann sich kaum vorstellen. Also unglaublich interessant. Und der Jörg kann ja mal, ich weiß nicht, siehst du die erste Seite von dem PDF von meinem Skript mal einblenden, bitte? Da ja, steht. Das kann ich machen. Ich probiere das schon seit 5 Minuten, da mal irgendwie was zwischenzubekommen in deinen Redefluss. Das ist bei dir genauso schwer wie bei Michael. Okay, nicht weiter dann schlimm. Du hast gesagt, wir wollen eine Brücke bauen. Ich persönlich bin immer sehr vorsichtig mit Brückenbauer, weil das ist dann immer so Pontifex Maximus und da habe ich nun gar nicht viel mit zu tun. Also von daher eine Brücke schlagen oder eine, wie kann man das sagen? Irgendwas in der Richtung, also bitte denkt nicht, dass wir jetzt auf einmal katholisch geworden sind und hier dem obersten Brückenbauer irgendwie hulden oder so. Aber wir wollen halt probieren, eben auch die Dinge zu verbinden, diese Sendung miteinander zu verbinden. Es soll wirklich einen Fortfluss geben und das ist genau das, was der Gerald hier meinte. Ja, das war die eine Sache. Und die andere Sache, die ich sagen wollte, dieses Buch, wenn das so leicht im Internet zu bekommen ist, dann kannst du das ja auf einer deiner Archive-Bibliotheken ruhig hochladen, denke ich mal. Und dann den Menschen eben auch da zur Verfügung stellen. Und dann könntest du ja nach diesem Video, wenn du das dann machst, mir den Link geben und dann tue ich den in die Beschreibungsbox des Videos mit rein und dann können die Menschen sich das gerne da mit anschauen. So, dann gehen wir jetzt in das Skript der 5. Lesung. Ja, das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Ja, ja. Also genau, also so hatte ich es auch gemeint, ne? Die Probleme, die daraus dann entstehen, wenn man alles sagt, das ist alles eine große Welt, die kennen wir ja zur Genüge, was
für mich wirklich ausschlaggebend war, war einfach der Punkt, dass man einfach sagt, okay, es gibt tatsächlich auch in diesem Bereich eben auch Menschen, die eben doch relativ kritisch sind. Ne? Und das ist natürlich immer positiv, ne? Weil letztendlich geht es ja darum, das Ganze ein bisschen zu demaskieren. Und insofern ist das natürlich interessant. Zumal, muss man auch sagen, die Autoren bzw. das gesamte Werk relativ neu ist. Ne? Das ist nämlich hier in der ersten Auflage übrigens als PDF. Wahrscheinlich gibt es da schon eine zweite. Könnte man sich mal, müsste ich mal gucken. Vom 21. September 2015. Also das ist schon richtig aktuell. Das heißt also, auch die Beiträge von den Autoren und Co-Autoren sind alle aktuell. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein persönlicher neuer Rekord, weil wir haben im Prinzip, also ich habe festgestellt, dass diese Dinge eigentlich zum Großteil ja, nicht mehr angesprochen werden, egal welche Medien, egal welche freie Zeitung man da irgendwo nachschlägt. Es ist im Prinzip immer rarer gesät mit Informationen. Insofern habe ich mich da also wirklich sehr, sehr gefreut. Genau, und das ist im Prinzip dieses Buch. Ich will jetzt gar nicht zu weit darüber jetzt reden, weil wie gesagt, wen es interessiert, der kann sich das runterladen und von dort aus wieder weiter recherchieren. Und ja, ebenfalls hat dieses Buch, wir können es mal vielleicht mal ganz kurz mal mit einblenden, ein interessantes Eröffnungszitat von dem Reichskanzler Adolf Hitler. Und zwar lautet dieses Zitat, das da groß und breit zu sehen ist: Es droht eine schwarze Wolke mit Polen. Wir haben Soldaten notwendig, gläubige Soldaten. Gläubige Soldaten sind die wertvollsten. Sie setzen alles ein. Und dieses Zitat soll vom 26. April 1933 in einem Gespräch mit dem Osnabrücker Bischof Dr. Wilhelm Berning, der im Juli 1933 von Hermann Göring zum preußischen Staatsrat ernannt wurde. Ja. Also das ist schon mal ein mutiges Zitat, kannte ich auch nicht. Dieses Zitat ist mir auch neu. Und dann ging das gleich munter weiter. Ich habe das jetzt einfach mal so mit in dem Skript runtergelegt. Ne? Jörg, Zitat Seite 7 aus dem Buch. Eine überzeugende Gesamtdarstellung zum Thema katholische Kirche und Zweiter Weltkrieg liegt noch nicht vor. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2015. Man darf auch fragen, ob ein solches Unternehmen von einem einzelnen Autor, von einer einzelnen Autorin überhaupt bewältigt werden könnte und ob die Vorarbeiten, auf die hierbei zurückgegriffen werden müsste, wirklich schon für alle zentralen Problemstellungen vorliegen. Und wie gesagt, das ist nicht vor 100 Jahren, das ist nicht vor 50 Jahren, das ist von 2015. So. Und dann habe ich nochmal rauskopiert ein Zitat. Allerdings gibt es zahlreiche Wortmeldungen, die deutlich hinter dem zurückbleiben, was Autoren wie Gordon C. Zahn oder Günter Levy mit soliden Quellennachweisen schon vor einem halben Jahrhundert vorgelegt haben. Na, und diese Quellen, auch für mich wiederum, Neuland, kannte ich nicht. Ich habe sie mir jetzt mittlerweile besorgt. Gibt es noch im Antiquariat. Da werde ich auch sicherlich dann mal mit reingucken. Und ja, und jetzt ging es aber, ich will wieder nicht abschweifen, es ging ja um den Adenauer. Ne? Und der Adenauer... Gib mir mal eine Sekunde. Ja. Es droht eine schwarze Wolke mit Polen. Da sollten die Leute doch bitte einmal an die Zeit denken, in der wir heute leben, wo Polen ja auch mit in diesen Ukraine-Konflikt mit reingezogen wird und wie das dahinter steht. Ne? Also Polen ist anscheinend ein sehr, sehr wichtiges Land in diesen Dingen. Ne? Polen war wichtig für den Zweiten Weltkrieg, weil das war das erste Land, das Adolf Hitler überfallen hat. Und Polen ist eben heute auch ein Nachbarland der Ukraine und von daher ein Puffer, sage ich jetzt mal, zwischen Deutschland und Ukraine ist Polen. Also nicht ganz unwichtig, da eben auch mal darauf hinzuweisen, dass die Leute das eben auch in dem heutigen Konflikt sehen sollten. Ne? Ja, ich denke, das Thema Polen, das wird uns bestimmt auch noch beschäftigen. Ne? Genau, weil ja, das eben wahrscheinlich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Leute mal kurz die Brücke schlagen. Ja. Die gedankliche Brücke schlagen dahin von, ey, pass mal auf, Polen, das spielt ja heute auch wieder eine ganz wichtige Rolle. Vor allen Dingen auch mit einigen Aussagen, die Polen in Bezug auf den Ukraine-Krieg bereits getroffen hat. Ne? Dann sollte man solche Dinge vielleicht immer im Hinterkopf behalten, wenn wir das hier erzählen und die lesen vielleicht irgendwo anders irgendwelche Dinge darüber. Finde ich gar nicht unwichtig, das mal eben kurz zu erwähnen. Das war nur so ein Gedanke, der mir eben kurz kam. Ne? Aber bitte, mach gerne weiter. Du musst nur sagen, wenn ich rechtzeitig umschalten soll. Ich warte hier genau. Auf Seite 7 gegangen. Genau. Das war noch gar nicht nötig, weil du wolltest hier auf dieses die Zitat. Die Seite 3, was jetzt so richtig schön in roten Lettern hier so prangt. Genau das. Ne? Und das ist ein Zitat.
Genau, direkt aus dem Buch entnommen, und zwar mit einer Quellenangabe, die Adenauerbriefe von 45 bis 49, Berlin 1983 von Morsay aus dem Schwarz Verlag oder der Herausgeber Schwarz. So, da ist das Zitat. Anführungszeichen: Für viele katholische Laienchristen sprach der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, als er 1946 in seinen Briefen schrieb: Das deutsche Volk, der Klerus und die Bischöfe trügen große Schuld an den Verbrechen der Konzentrationslager. Viele Katholiken und der Klerus seien mit Begeisterung auf die NS-Propaganda eingegangen. Man habe von 1933 an um die Konzentrationslager Dachau gewusst. Zitat Ende. Na, dann gibt es noch ein Zitat, da geht es dann auf die Judenpogrome und Verfolgung. Und dann in Rot nochmal das weitere Zitat. Dann: Die deutschen Bischöfe hätten mit klaren Worten dagegen vieles verhindern können, doch sie hätten es nicht getan. Wenn sie dafür ins Gefängnis gekommen wären, so wäre das durchaus keine Schande gewesen. So, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich so ein Gegensatz zu dem, was wir in dem Video von dem Raphael gehört und gesehen haben. Ja, dass also hier jemand sich hinstellt als Regierungsoberhaupt und sagt, naja, eigentlich, ne, hättet ihr alle Verantwortung übernehmen müssen. Ja, und selber, ja, hat er offensichtlich, ja, irgendwo auch sein eigenes Spiel getrieben. Und da ist ein kleiner Kommentar von mir am Rande mit, ne, dieses doppelte Spiel, ne, was hier offensichtlich getrieben wird. Also ich rede auf der einen Seite so und tue aber auf der anderen Seite was ganz anderes. Ne. Und wir wissen ja, dass es ja dieses Sprichwort gibt, ne, mit den Früchten, an denen man den Menschen erkennen wird. Und wenn ich das sehe, was dann tatsächlich passiert, wenn ich mal die ganzen Worte mal außen vor lasse und mich auf diese Dokumentation, das ist ja auch, was wir mit Raphael gesehen haben, kein Einzelfall, das ist ja auch belegbar, ne, mit vielen Quellen, das muss ich auch sagen, das ist also nicht einfach mal so dahergesagt, also das ist alles real und unglaublich umfangreicher. Die Bücher, dieses Brauchbuch liegt mir jetzt auch vor, also das ist ein Informationsberg. Also da muss man sagen, da ist auf jeden Fall jede Menge Wahrheit drin. Hier eben kurz, da möchte ich mal zwischenkommen. Dieser Satz: Wenn Sie dafür ins Gefängnis gekommen wären, so wäre das durchaus keine Schande gewesen. Die weltliche Macht kann die geistige Macht nicht vor Gericht stellen. Solche Bischöfe oder welche anderen klerikalen Mitglieder, in diesem Fall ja Bischöfe in seiner Aussage hier, können gar nicht vor ein weltliches Gericht gestellt werden, weil die römisch-katholische Kirche steht über den weltlichen Gerichten. Das ist eine Sache, die haben wir ja nun, glaube ich, in Roms Ziele mehr als deutlich gelernt. Roms Ziele in Theorie und Praxis, die Lesung, die im Augenblick abgeschlossen ist, wo jetzt noch ein paar Extras kommen, mit einer Überraschung in der nächsten Sendung, das werde ich dann dort sagen. Und das ist zwar eine schöne Aussage, wie das so ist, ne? Du sagst ja selbst, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und nicht daran, was sie sagen. Das ist eine schöne Aussage, aber vollkommen unmöglich, weil die weltliche Macht kann keine Geistlichen ins Gefängnis stecken. Außer diese Geistlichen werden von der geistlichen Macht auf eine Art und Weise entlassen und dann den Zivilgerichten überstellt. Aber das passiert sehr selten bis gar nicht. Nur mal eben zu dem Thema. Genau, also das ist natürlich richtig, dass das die Praxis ist, dass man normalerweise dort also relativ sicher sein kann. Da gibt es ja viele Beispiele, ne, von diesen Detru-Fällen, ne, angefangen, ne, die ja auch alle mehr oder weniger so laufen, dass man dort irgendwo einen gewissen Schutz bekommt und dann sich das der weltlichen Gerichtsbarkeit entzieht. Und richtig, also das ist ein ganz großer Punkt. Ne. So, ich fand, wie gesagt, auch insofern interessant, dass der Adenauer eben, wie gesagt, kein kleiner war. Der war bestens angebunden. Ich erinnere da bloß mal an diese Privataudienz, die er beim Papst Pius XII. Hatte am 5.7.1956, ja, was auch sozusagen natürlich nicht mal einfach so passiert. Ne?
Und deswegen, wie gesagt, ich fand's insofern sehr, sehr bemerkenswert, diese Doppelmoral, ich sag's mal so frei raus, wie es ist. Also dieses Gefühl, dass da was nicht stimmt, das hat sich also hier wirklich bestätigt, ohne dass ich jetzt hier weiter drauf eingehen möchte. Ne? So, dann habe ich im Prinzip noch ein Zitat, was aber auch wiederum dazu passt, nämlich also aus diesem Buch mit der schwarzen Wolke. Das Zitat, die katholischen Bischöfe nahezu alle und nahezu alle Theologieprofessoren nach 45 in ihren Ämtern geblieben sind. Ja? Sie haben ihre alten Lehren nur mehr verdeckt weitergegeben. Und das ist hier auf der Seite 3 in meinem Skript angegeben mit dem Quellenverzeichnis mit der Nummer 60. Ne? Das ist von Grabner Heider, das Laienchristentum, Geschichte und Gegenwart. Liegt mir selber nicht vor, aber ich glaube jetzt mal, dass das stimmt, was da angegeben ist. Ja, so, also das ist im Prinzip das, was genau die Realität, wie gesagt, ausmacht, ob das jetzt die NS-Juristen waren oder ob das jetzt die katholischen Bischöfe waren. Es ging eben dann einfach munter weiter. Jürg hat es ja auch insofern wunderbar beschrieben. Er hat gesagt, wo sollen die ganzen Leute herkommen? Ja, man hat nicht einfach mal so und so viele neue Juristen, man hat nicht so und so viele neue Kleriker. Man greift dann einfach auf das Vorhandene zurück. Und damit hat man natürlich dann wieder einen funktionierenden Apparat. So, dann hatte ich noch mal kurz aufgeführt, dass dieser Punkt, den wir ja auch in der letzten Lesung angesprochen hatten, wo der Adenauer ja den katholischen Klerus in einem Brief vom 27.05. So mit 53 war das, hier steht 2022, das stimmt definitiv nicht. Das stimmt nicht, das habe ich aber versaubeutelt, glaube ich. Darum gebeten hat, dass der CDU, CSU jene Macht zu geben sei, die für den Aufbau einer christlichen, ich habe es gleich mal konkret geschrieben, also Klammer auf, katholischen Klammer zu, Deutschland unerlässlich ist. Ja, und dort ist es einfach wirklich nochmal ganz klar, dass die Entscheidungsgewalt gar nicht bei dem Bundeskanzler oder Bundespräsidenten gelegen hat. Also wenn ich jemanden bitte, dass er sozusagen dafür Sorge trägt, dass sozusagen bestimmte Prozesse in Gang kommen. Und ich als Kanzler diese Bitte ausspreche, dann zeigt mir das, dass ich sozusagen nicht im Vollbesitz der Möglichkeiten bin. Sonst möchte ich ja die Bitte nicht aussprechen. Oder Jörg, wie siehst du das? Das ist doch so, ne? Wenn ich jemanden bitte, dann möchte ich doch was. Und das heißt ja, ich habe wenn ich jemanden, nicht. Wenn ich jemanden bitte, dann möchte ich was. Das ist schon richtig. Aber das kann ja auch sein, dass ich das eben verdeckt tue. Weil ich kann ja jemanden bitten, der etwas tut, was ich ihm aber im Grunde befehle. Ne? Und davon ist ja, glaube ich, die Geschichte voll. Nicht? Dass man eben immer jemanden hat, der vorne seinen Kopf hinhält, weil dahinter jemand ist, der sagt, das und das machst du. Ja, ja, ja. Und ich habe gerade mal geguckt, das war von 49, ne? 27. Mai 49. Naja, und wann hatte er die Privataudienz? Naja, ein paar Jahre später, ne? 5.7.56. Naja, auch mal interessant, ne? Diese zeitlichen Zusammenhänge. Na, gut, okay, also das ist im Prinzip der Punkt. Dann habe ich jetzt auch noch mal in dem Nachwort noch mal kurz reingeschaut. Da steht ein Zitat von Pius dem 11., das er wohl vor 200 Seminaristen in Castel Gandolfo gesprochen haben soll vom 28. Juli 1938. Und da würde ich auch noch mal kurz zitieren. Also Zitat beginnt. Man vergisst, dass das Menschengeschlecht, das gesamte Menschengeschlecht, eine einzige große, allumfassende Rasse ist. Man muss sagen, dass die Menschen vor allem eine große und einzige Gattung sind. Eine große und einzige Familie von gezeugten und zeugenden Lebewesen. Auf diese Weise ist das Menschengeschlecht eine einzige, allumfassende katholische Rasse. Menschengeschlecht existiert eine einzige große, menschliche, allumfassende katholische. Menschengeschlecht, du hast es nur verkehrt getrennt hier. Menschengeschlecht. Ja, danke. Ja? Super. Menschengeschlecht existiert eine einzige große menschliche, allumfassende katholische Rasse. Eine einzige große und allumfassende Menschenfamilie. Und mit ihr, innerhalb ihrer, gibt es eben verschiedene Varianten. Und das kann man, wie gesagt, nachlesen, auch frei zugänglich, nee, nicht frei zugänglich, stopp, das gibt es im Antiquariat, die unterschlagene Enzyklika, Seite 144 von Paselk. Ja, habe ich auch. Ja, da wollte ich jetzt mal kurz was zu sagen, ja, weil die Aussage ist ja teilweise komplett biblisch und richtig.
Man vergisst, dass das Menschengeschlecht, das gesamte Menschengeschlecht, eine einzige, große, allumfassende Rasse ist. Es gibt nicht verschiedene Rassen. Ja? Also der Neger, um jetzt mal einen Ausdruck zu gebrauchen, mit dem ich damals groß geworden bin, und ich sage das nicht abwertend, das ist einfach ein Name, den man jahrhundertelang gebraucht hat. Der Asiate, der zwischen Anführungszeichen Indianer, der Indier oder was weiß ich, das sind keine anderen Rassen gegenüber den sogenannten Weißen, sondern das ist eben nur eine andere Variante, wie es hier auch steht, verschiedene Variante. Natürlich schließe ich mich nicht dem ganzen Satz an, aber diesen Anfang hier, das Menschengeschlecht eine allumfassende Rasse ist, richtig. Deswegen ist auch ein Rassenfeind ein Menschenfeind. Ja? Es gibt nur eine Rasse, die menschliche Rasse. Es gibt nicht die Weiße, die Grüne, die Gelbe, die Schwarze. Ja? Das, also, er meint hier natürlich ganz andere Dinge. Ja? Aber diesen Teil muss ich mir da rauspicken und sagen von, das sollten wir uns mal hinter die Ohren schreiben. Ja? Viele Menschen haben ja immer noch dieses Rassendenken, heute auch noch. Aber es gibt nur die, zwischen Anführungszeichen, Rasse Mensch unter den Lebewesen, sage ich jetzt mal. Ja. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Natürlich ist sein Satz sonst mit der katholischen Rasse und so weiter und so weiter, das lassen wir mal eben weg. Mhm. Ja? Das ist natürlich darum, der Antichrist, der das sagt. Mhm. Aber wo er recht hat, ist, dass das ganze Menschengeschlecht eine große, allumfassende Rasse ist. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Das ist auch richtig. Der Punkt ist einfach, aber was, das wissen wir, was letztendlich dann draus gemacht wird, ne? Wo die Konsequenzen sind, dass eben die Religion dann eben benutzt wird für alle möglichen Spaltereien. Ne? Und da brauche ich natürlich irgendwelche Spannungspole. Ne? Wenn ich die nicht habe, wenn es wirklich bloß auf Glauben ankommt, dann kann ich mit dem Papsttum nicht viel erreichen, ne? Weil das einfach dann diese ganzen Dogmen vor sich herschiebt. Und die ganzen Sakramente und alles. Und damit fängt man natürlich die Leute ein. Ne? So, ich wollte, also wie gesagt, das ist mal nur mal eine kurze Vorstellung von dem Buch. Ja, das war jetzt mal als ein Vorwort, dann wie gesagt als Nachwort. Und natürlich in der Mitte habe ich mir jetzt gar nicht getraut anzufangen, weil das sind so viele Sachen, da kommen wir gleich dazu. Ja, und wir waren ja letztendlich in dem Originalskript, ohne dass ich jetzt erstmal hier großartig sage mal, wir fangen jetzt an drin zu lesen. Erstmal ging es doch um den Kardinal Frings. Der Kardinal Frings, der ist doch den Zuhörern bestimmt noch in Erinnerung geblieben. Ja. Also dieser Kardinal Frings, den hatten wir schon mehrfach in Erinnerung und der spielt auch in unserem Originalskript in dem ersten Teil, der Offizierstyp im katholischen Heer, katholisch, Fragezeichen, eine Rolle, da nämlich der Verfasser dieser Schrift, der Herr Heinrich Fechter, die Bundeswehr, die neu gegründete Bundeswehr, als die Wehrmacht des Herrn Frings bezeichnet hat. Also des Kardinal, also erst Erzbischof, dann Kardinalerzbischof von Köln. Ne? Und dieser Kardinal Frings, da habe ich mir gedacht, Mensch, der spielt ja doch eine Rolle. Und da habe ich doch tatsächlich mich mal hingesetzt und Original-Zeitungsartikel gefunden im Antiquariat von dem Feuerreiter und zwar von dem 77. Katholikentag. Und das Bild, was der Jörg hier sieht mit der Hand, das ist die Hand von dem Kardinal Frings. Das heißt also, dass die Seite 4 ist die Hand. Und ich habe nicht die Hand so groß gemacht, sondern mir kommt es, ja, die Bücher kann man nicht lesen. Ne? Das wäre natürlich mal interessant, worauf seine Hand hier ruht. Aber gut, das, also die Bibel scheint es nicht zu sein. Ich weiß es nicht. Also, okay, gut. Es gibt hier ein interessantes Zitat von dem Herrn Frings. Und der hat eben zu diesem 77. Katholikentag gesagt, Zitat, Kölns Kirche, die allzeit getreue Tochter der Kirche Roms. So lautet der jahrhundertealte Ruhmestitel unserer Stadt. Wie aus unserer Stadt herausgewachsen ist daher das Motto des 77. Katholikentages, Zitat, die Kirche, das Zeichen Gottes unter den Völkern. Möchten alle, die da kommen, von nah und fern, von Ost und West, in diesen Tagen die Kirche glückend erleben als die Säule der Wahrheit, als die Quelle der Gnade, als den Hort des Friedens unter den Menschen und Nationen. So, und das dann noch handschriftlich unterzeichnet. So, das ist im Prinzip das Zitat original aus einem Feuerreiter, der Feuerreiter ist uns bekannt von den Herrn Struth. Das war einer von diesen Fide Romana-Leuten, die diese Zeitung sozusagen begründet hat. Und da, wie gesagt, sieht man jetzt hier auf der Seite 5 das gesamte Porträt von dem Kardinal Frings.
Und hier eben, wie gesagt, dann nochmal mit dem Zitat drunter. Genau, und wir waren ja stehen geblieben mit diesem ganzen Problem. Und wir hatten ja gelernt, dass der Kardinal Frings ja nicht irgendjemand war, sondern der Kardinal Frings hat ja den Sohn von dem Konrad Adenauer, dem Paul Adenauer, ja zum Priester geweiht. Das war eine interessante Sache, die auch uns ja sozusagen schon an diesen Herrn rangeführt hat. Und dann hatten wir das mal kurz mit angesprochen, dass der Kardinal Frings eine Festrede gehalten hat zur Pax Romana-Tagung. Auch hier die Quelle aus dem Generalanzeiger Bonn vom 23.01.1954. Habe ich mal mit hier reingebracht. Und da, wie gesagt, fand ich es interessant, dieses Zitat. Auch hier, ne, Menschen aller Rassen und Sprachen saßen hier beieinander. Das zumindest hat dann entsprechend der Generalanzeiger sozusagen darüber geschrieben. Ne? So. Und Menschen aller Rassen, da widerspricht er ja hier dem Tja, das Papst kannst du Pius dem 11., ne, von dem die andere Aussage war. Ne? Ja. Man deswegen muss man wirklich bei den Leuten immer auf die richtigen Aussagen achten. Ja. Ne? Das ist alles so, man muss so genau hingucken. Ne? Und deswegen habe ich hier auch gleich nochmal dieses Zitat nochmal drunter gestellt, dass man es nochmal vergleichen kann. Ne? Das ist genau derselbe Gedanke. Ne? Genau. Und diese Pax Romana, das wird ja übersetzt römischer Frieden. Da habe ich mal kurz mal gegoogelt. Ich habe das mal drunter geschrieben. Wenn ich jetzt sage mit googeln, dann eigentlich immer nur mit Wikipedia, ne? Weil man da ja zumindest für die große Breite erstmal auf der sicheren Seite ist und gehört eben also zu diesem Friedenszeitalter, was es da wohl mal gegeben hat. Und das soll oder ist wohl das Ziel dieser Organisation. Ich habe nicht viel gefunden über Pax Romana. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt oder nicht. Jedenfalls war er dort zumindest auch jemand. Warte mal eben. Ja? Ich habe hier gerade Bildausfall. So, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, euch zu erklären, warum dieses Video vom Bild her anders aussieht und vom Ton her anders ist als sonst, weil dies ist die Sicherheitsaufnahme. Deswegen probiere ich immer, wenn ich irgendwelche Aufnahmen zu machen habe, eine Sicherheitsaufnahme damit zu haben. Und zwar haben wir Skype gebraucht, die auch das Gespräch aufnimmt, auch mit einer Kamera, die Software von Skype. Und meine OBS-Kamera hat ein Problem gehabt, aber nicht, weil die OBS-Kamera ein Problem hat, sondern weil mein Computer anscheinend nach einem Jahr hier zu stehen so verschmutzt ist, dass die Haupt-CPU nicht mehr richtig gekühlt wurde. Und weil der Computer überhitzt ist, hat er in dem Moment ausgeschaltet. Wir haben die OBS-Kamera den Film angehalten, also die Aufnahme beendet. Und 5 Minuten lang hat der Computer daran gearbeitet, immer nur gezeigt, Aufnahme beenden, hat eine Datei von 100 Megabyte groß erstellt, aber das war kein Video, man konnte da keine Videodatei draus erkennen. Die Aufnahme ist futschi und glücklicherweise habe ich halt diese Sicherheitsaufnahme von Skype. Nun habe ich dann Gerald gesagt von ja, schau, ich schalte meinen Computer aus und dann starte ich ihn nochmal neu und dann sehen wir weiter. Und dabei hatte ich dann gesehen, da hat er mich dann in den Startschirm geführt, irgendwas BIOS, was weiß ich, ich kenne ja nichts von Computern. Und da stand aber irgendwas drin mit von wegen CPU überhitzt. Und da dachte ich von ja, Mist, da kann man jetzt gar nichts machen. Da werde ich jetzt nicht riskieren, die Aufnahme weiterzumachen nach dem Neustart eines Computers, sondern da haben wir dann die Aufnahme beendet. Dann habe ich den Computer aus seinem Fach hier im Schreibtisch geholt und habe ihn erstmal ordentlich abgestaubsaugt, was man draußen so von Staub absaugen konnte. Dann habe ich mit Föhn und Staubsauger dran gearbeitet, weil ich traue mich nicht, ihn aufzumachen. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich in kürzester Zeit jemanden finde, der nach hier kommt und der mir den Computer mal aufmacht, vernünftig reinigt und dann wieder ordentlich anschließt. Ich habe ihn zwar wieder angeschlossen, aber ja, ich bin halt ein bisschen meine Fähigkeiten liegen auf anderen Gebieten, lass mich das mal so sagen. Ja, dieser kleine Einschub zur Erklärung. Ich hoffe, dass wir haben uns also normal ja getroffen am Montagnachmittag, nicht, den 16. Mai, haben diese Aufnahme gemacht, wollten sie auch beenden. Ja, der Computer hat sie dann für uns vorher beendet. Und wir haben uns verabredet für morgen, den 17. Mai nachmittags, um weiterzumachen. Und ich hoffe, dass es dann mit der Kamera durchläuft. Natürlich werden wir wieder eine Sicherheitsaufnahme über Skype machen. Und dann eben hoffen,
dass das nicht wieder überhitzt, sondern dass das läuft und dass wir das Video dann zu Ende bringen können, weil es war sehr spannend und ich bin sehr interessiert, wohin uns diese Reise noch führt, weil wir haben ja noch nicht mal die erste Seite komplett abgeschlossen in diesem PDF und ihr seht, wie wahnsinnig viel interessante Informationen dabei kommt. Das ist eine wirkliche Reise, die wir machen und diese Reise ist auch wichtig. Diese Reise ist wichtig für mich und für Gerald und diese Reise ist, denke ich, auch für euch wichtig, die ihr diese Videos anschaut. Und ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder mit der OBS-Kamera die gewohnten Videos in der gewohnten Qualität zeigen können. Ansonsten bin ich froh, dass die Arbeit, die wir die halbe Stunde gemacht haben, nicht verloren gegangen ist, sondern dass ihr das noch sehen könnt. Aber das ist halt die Erklärung zu dem, was hier jetzt passiert ist. Deswegen wollen wir mal sehen, dass das Video jetzt weitergeht. Dann werde ich hier jetzt den nächsten Videoteil anschließen. Schönen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch auch weiterhin viel Erkenntnis bei diesem Teil moderne Kriege. Es droht eine schwarze Wolke. So, und weiter geht's im Skript heute am Dienstag, den 17. Mai. Bitte, Gerald. Ja, wir machen weiter. Und zwar war der letzte Punkt, den wir uns angeschaut hatten, der Kardinal Frings. Da sind wir über die Pax Romana gegangen und durch die etwas ungeplante Unterbrechung habe ich noch ein zusätzliches Dokument gefunden, was zufälligerweise zu dem 77. Deutschen Katholikentag passt, der vom 29. August bis zum 2. September 1956 in Köln veranstaltet wurde. Und da habe ich ein interessantes PDF gefunden, das wir jetzt nicht komplett durchlesen werden, aber das vielleicht einen guten Gesamteindruck gibt über das, was da passiert ist. Und wie ich es ja schon gesagt hatte, dieser Katholikentag ist in Köln veranstaltet worden. Und hier in dem Skript, was der Jörg auch hat, unter der Überschrift politische Streiflichter, da würde ich mal ganz kurz den ersten Absatz mal vorlesen, unter der Überschrift Kirche, Köln und Karneval. Ja, Kirche, Köln und Karneval, das sind drei Begriffe. Sie sind durch die Gedankenassoziation verbunden, wie etwa Eis, Winter und Kälte. Ehemals war Köln eine freie Reichsstadt, aber das ist lange her. Heute ist Köln die Hauptstadt der, in Anführungszeichen, großen Pfaffengasse, wie Kaiser Friedrich III. Den Rhein kennzeichnete. Daher war sie auch für den diesjährigen Katholikentag bestens geeignet. Denn, so sagte der uns in diesem Jahre von dem Herrn Bundespräsidenten zur eingehenden Lektüre empfohlene Heinrich Heine von dieser Stadt, Heinrich Heine, ja, Zitat, hier hat einst die Klerisei ihr frommes Wesen getrieben. Hier haben die Dunkelmänner geherrscht, die Ulrich von Hutten beschrieben. Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen. Die Glocken wurden geläutet dabei und Kyrie eleison gesungen. Dummheit und Bosheit buhlten hier, gleich Hunden auf freier Gasse. Die Enkelbrut erkennt man noch heut an ihrem Glaubenshasse. Und das findet man in Deutschland, ein Wintermärchen im Kapitel 4 aus dem Sämtliche Werke Hamburg 1867, 17er Band, Seite 131. Ja, da ist ein sehr interessanter Absatz, finde ich. Und auch zu dem München und Merkur möchte ich noch mal kurz eingehen. Also das ist sozusagen jetzt auf der rechten Seite unter der zweiten kleinen Überschrift der Dom. Da wird der Münchner Merkur zitiert vom 3.9.1956. Der Münchner Merkur ist meines Wissens auch eine katholische Zeitung. Schrieb in einem der Dom überschriebenen Leitartikel, Zitat, der Dom zu Köln stand im Mittelpunkt des 77. Deutschen Katholikentages. Dann wieder drei Punkte. Der Dom, Bindestrich, Sinnbild des Kölner Katholikentages. Wieder drei Punkte. Der Köln, Sinnbild des deutschen, der deutschen Einheit in Freiheit. Das 19. Jahrhundert hatte ihn in diesem Sinne vollendet. Ja, und da sagt sozusagen dann hier dieser Artikel über diesen Artikel von Münchner Merkur. Naja, der Dom, der Dom, der Dom, immer nur der Dom. Das reimt sich auf Rom und es reimt sich eben nicht nur. Mit anderen Worten, da steckt auch Rom drin. So, und dann geht es weiter. Die folgenden Köln gewidmeten Verse Heines sind demgemäß außerordentlich zeitgemäß.
Und das möchte ich natürlich auch nochmal vortragen. Heinrich Heine, also geht los. Zitat: Doch siehe, dort im Mondenschein, den kolossalen Gesellen. Er ragt so verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein. Und die list'gen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet und das ist gut, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Ja, das ist das Zitat und jetzt wird weiter darüber gesprochen. Nun, was im 19. Jahrhundert niemand gedacht, was keine dichterische Fantasie sich ausmalen konnte, es ist inzwischen geschehen. Jenes Halt des Hutten, Luther und anderen Deutschen der römischen Überfremdung und Versklavung so erfolgreich geboten ist, verstummt. Der Protestantismus hat unwürdig seiner Begründer kapituliert. Goethe vermutete in dem protestantischen Prediger noch eine Wache gegenüber allem, was auch der Pfaffe sinnt und schleicht, das heißt, was er plant. Und so mahnte er, dass der Erbfeind, eben der Pfaffe, nichts erreicht, ist aller deutschen Sache. Daher wollte er, also Goethe, in Kunst und Wissenschaft wie immer protestieren. Und das ist ein Gedicht, nennt sich dem 31. Oktober 1871. 1817, ja, Entschuldigung. Ja, und kann man im Internet finden, habe ich auch gefunden. Das steht da wirklich drin. Also steht jetzt ein bisschen anders noch formuliert, aber es ist im Prinzip das, was hier ausgesagt wird. Ja, und dann geht es weiter. Wer wagt es denn heute noch, auch nur in Kunst und Wissenschaft gegen die zunehmende Rekatholisierung zu protestieren? Von den abgestandenen Protestanten ganz zu schweigen. Pro Podur. Welche Schande. Ja, wir wollen und wünschen zwar keineswegs, was Heinrich Heine heute persona grata für den Kölner Dom prophezeit, das Zitat, kommen wird die Zeit sogar, wo man statt ihn zu vollenden, die inneren Räume zu einem Stall für Pferde wird verwenden. Zitat Ende. Aber ebenso wenig wollen wir, dass sich hier ein Riesenkerker auftut, in dem die deutsche Vernunft ja, verschmachten soll, wie die listigen Römlinge eben dachten und denken. Aber so könnte einer fragen, lebt diese deutsche Vernunft denn überhaupt noch? Wie? Allerdings, das ist eine Frage und leider eine Hamlet-Zweifelsfrage. Und dann ist hier die nächste Zwischenüberschrift, katholisches Trumpf, ist auch sehr, sehr interessant. Da würde ich jetzt mal ein bisschen runtergehen und zwar würde ich hier direkt mal auf ein Zitat eingehen von dem Dekan Hammer, der zum 28. Katholikentag am 8.9.1881 über den Dichter Lennau gesagt hat, Zitat, der Dichter Lennau nennt einmal den Weltlauf ein großes Kartenspiel, wobei nur jene gewinnen, die ja, warte mal, ich muss das doch im Bild zeigen, wo ist das denn hier? Hilf mir doch mal eben. Warte mal, 906 ist das, genau dort. Ah, hier, der Dichter Lennau. Genau, der Dichter Lennau. Muss man schon eben mal sagen, wo das ist, sonst kann ich ja nicht das Richtige einblenden. Okay. Die Leute sehen das ja auch nur auf dem Schirm. Ne? Ja, okay. Jetzt hast du es, ne? Das ist, ja, jetzt habe ich es. Ne, dieses Zitat. Der Dichter Lennau nennt einmal den Weltlauf ein großes Kartenspiel, wobei nur jene gewinnen, die Trumpf spielen. Was ist denn aber in den großen Kartenspielen des heutigen Weltlaufs Trumpf? Die einen sagen der Fortschritt, andere die moderne Wissenschaft, wieder andere die Sozialdemokratie. Viele glauben der Kulturkampf oder die deutsche Nationalkirche oder die Parole los von Rom. Darum, meine Herren, lassen Sie mich den wahren Trumpf in den großen Kartenspiel des heutigen Weltlaufs aussprechen. Katholisch ist Trumpf. Ja, katholisch ist Trumpf und soll es bleiben. Und das findet man in den Buchverhandlungen der 28. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands, Bonn 1881 auf Seite 294 fortfolgende. Ja, und ja, hier ist sozusagen auch nochmal ein kurzer Kommentar angefügt, das würde ich nochmal ganz kurz einlesen. Nun, jeder sieht, dass hier der politische Weltlauf gemeint ist. Mit dem Gleichnis des Kartenspiels ist die überstaatliche Politik oder anders ausgedrückt, das politische Spiel der überstaatlichen
Mächte sehr gut gekennzeichnet. Ja, es wird sogar bestätigt, dass Rom eine jener Mächte ist, die sich bei der hohen Politik des Katholizismus bedienen, um das politische Spiel zu gewinnen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also hier auch nochmal fand ich wichtig, dieser Zusammenhang auch zwischen Politik und Religion immer wieder, diese Vernetzung, ja, nicht nur von einer Seite, also von mehreren Seiten zu erfahren. Und dann, wenn man jetzt hier mal, Jörg, weiter guckst, diese zweite oder diese Zwischenüberschrift Neue Trümpfe, wo dann auch auf den Adenauer nochmal eingegangen wird. Also dieses PDF selber werde ich auch hochladen bei mir auf dem Archive, weil wir können das jetzt in der Lesung nicht alles durchlesen. Also wenn jemand sagt, das interessiert mich, dann ist das dann alles mit auf dem Archive unter gi.gii zu finden. Und ja, und jedenfalls hier auf der Seite 907, also auf der rechten Seite, Bundeskanzler Dr. Adenauer, der frühere Oberbürgermeister der Stadt, interessant, wo Dummheit und Bosheit buhlten, wie Heine meinte, wies in seiner Rede auf die Gefahren des atheistischen Materialismus hin, die ganze christliche Welt bedrohen. Diese Gefahr sei deshalb so ungeheuer groß, weil hinter ihr eine gewaltige politische Macht stehe. Die Auseinandersetzung mit dem atheistischen Materialismus werde schwer sein und lange dauern, aber dieser geistige Kampf werde mit dem geistigen Sieg über den Materialismus enden. Priester und Laien müssen sich diesen entscheidenden Problemen immer wieder widmen. Es ist die entscheidende Frage unserer Zeit, die entscheidende Frage der geschichtlichen Periode, in der wir leben. Ja, und das ist natürlich, wenn man sowas hört, ja, also von Religion nicht mehr zu trennen. Ne? Also das sind Aussagen von einem Politiker. Jörg, was meinst du? Das klingt schon ziemlich, ziemlich einseitig, ne? Ja, also das, was der Adenauer hier sagt, da war er Bürgermeister. Ich meine, er war Bürgermeister während der Weimarer Republik, zumindest zum Ende der Zeit hin. Da war er bereits Bürgermeister von Köln. Köln war ja immer eine sehr wichtige Stadt, das viele Deutsche begreifen und viele Deutsche nicht begreifen. Du hast das gerade selbst gesagt, irgendwie mit einer Grenze. Ne? Also es gab da westlich vom Rhein, da sind die Römer hingekommen, und östlich vom Rhein, da sind sie nicht hingekommen. Deswegen steht ja auch heute noch dieses Mahnmal auch mit dem über den Krieg von 1871 da am Rhein in der Nähe von, wo ist denn das da, Mainz auf der anderen Seite, ich bin da selbst noch gewesen. Mhm. Dieses große, ich glaube Bismarck-Denkmal ist das oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. Das steht da, weil man da eben die, ja, in diesem Fall die Franzosen gewehrt hat, aber im Grunde eben auch die Römer gewehrt hat. Ne? Also der Rhein war schon immer eine Grenze, und der Dom steht ja auf der westlichen Seite, er steht ja nicht auf der östlichen Seite. Also er steht auf der römischen Seite und nicht auf der deutschen oder germanischen oder wie auch immer Seite. Und der Bundeskanzler Adenauer machte ja wohl eine ziemlich deutliche Aussage, dass eben die geistige Macht über der weltlichen Macht regieren wird, weil das muss man ja so verstehen. Er schreibt hier zwar Materialismus, der atheistische Materialismus, aber das kann man ja auch ersetzen mit der weltlichen Regierung. Ne? Und die muss eben ihre Beine strecken, also die muss eben zur Strecke gebracht werden, um der geistigen Macht eben die Überhand zu geben, die ihr gehört, so wie er das hier im Grunde meint. Ne? Er spricht jetzt hier über die Sowjetzone und sowas, spricht über den Kommunismus, aber wir können das ja auch eben ein wenig anders verstehen. Man muss ja oftmals eben auch zwischen den Zeilen lesen. Also finde ich schon sehr interessant, was du hier vorgetragen hast. Ja. Also dieses PDF, wie gesagt, geht ja noch weiter, und ich denke mal, das ist schon sehr interessant, da mal drin zu lesen. Ich würde jetzt vielleicht trotzdem einfach noch ein Stück weitergehen bei mir in dem Skript jetzt für die Lesung. Und da habe ich allerdings jetzt auch noch mal was entdeckt, und da würde ich dich noch mal bitten, dass du noch mal in dem Skript auf die Seite 8 noch mal zurückgehst. Vorgehst, ja, 8 Stunden vorher, ja, genau, richtig. Ja, da war sozusagen so dieses eine Bild, wo der Josef Rings, erster von rechts, mit Bundeskanzler Konrad Adenauer zu sehen ist. Genau. So, und da habe ich über die politische Tätigkeit von dem Kardinal-Erzbischof Rings was gefunden. Und zwar hat er
im November 1948 durch einen Brief an Konrad Adenauer, der ist der CDU beigetreten und erklärte jedoch bereits im Mai 1949 seinen Austritt. Und das fand ich schon sehr interessant, dass er eingetreten ist und ausgetreten ist innerhalb von einem knappen halben Jahr. So, und dann steht hier auf Wikipedia, das ist als Wikipedia-Quelle, Mutmaßung, dass dieser damit zusammenhängt, dass im Grundgesetz die kirchlichen Interessen aus der Sicht Frings zu wenig berücksichtigt wurden, wies er zurück und begründete den Schritt damit, dass das Reichskonkordat katholischen Geistlichen die Mitgliedschaft in politischen Parteien verbiete. Und dieses Reichskonkordat, das ist ja nicht erst, das ist sozusagen jetzt meine Anmerkung, ja nicht erst 1948 in Wirkung gegangen, sondern das ist schon viel, viel früher passiert. Und da fand ich das sehr interessant, dass er sozusagen sich darauf beruft. Also sozusagen vor einem halben Jahr wusste er es noch nicht und auf einmal sagt er, naja, nee, es ist doch alles jetzt für mich nicht mehr so richtig vereinbar. Und das eben zufälligerweise zu dem Zeitpunkt, als der Adenauer, und da erinnern wir uns noch an den ersten Teil, seine politische Bitte an den deutschen Klerus vorbringt. Ne? Vom 27.05.1949. Ich habe das in dem PDF nochmal korrigiert, Jörg. Ne? Also das stand, glaube ich, war es dann 2022. Ne? Genau, und da war sozusagen der Inhalt eben, dass der deutsche Klerus eben dafür sorgen soll in diesem vorparlamentarischen Raum, was auch immer das dann im Einzelfall bedeutet, dass die CDU, CSU vor allem als politische Kraft die Christianisierung, ich habe es mal ergänzt, also die Rekatholisierung, ist vielleicht ein bisschen einleuchtender und deutlicher, Deutschlands übernehmen soll. Ja. So, und da habe ich mir so gedacht, es könnte ja durchaus sein, dass ja dann eine CDU-Mitgliedschaft dann von den Frings ja eben dann doch zu offensichtlich vielleicht dann auch eine Nähe zeigt, die dann vielleicht dann doch nicht unbedingt im Interesse der ganzen Geschichte ist und vielleicht deswegen der Austritt dann auch erfolgt sein könnte. Ne? Aber wie gesagt, das ist nur ein Zufallspunkt, den ich nur mal am Rande erwähnen wollte. Ne? Auf jeden Fall interessant, dieser zeitliche Zusammenhang. Genau, dann wie gesagt, wir waren ja stehen geblieben, dass der Kardinal Frings eben auch wirklich eine sehr wirklich angesehene Persönlichkeit war. Er hat also den Paul Adenauer zum Priester geweiht. Wir wissen ja, dass es ein Jesuitenpriester ist. Und zwar ist das am 2. Februar 1951 passiert, auch in Köln. So, und wenn man jetzt mal weiter scrollt, ich bin jetzt auf der Seite 9, diese Pax Romana, da hat man schon kurz drüber gesprochen, da war das mit diesen Zitaten interessant. Und wenn, Jörg, genau, du weiter scrollst auf Seite 9, genau, dann habe ich jetzt hier im Prinzip noch zu ergänzen, dass die dieser Kardinal Frings, das hat man, glaube ich, auch schon mal angesprochen, neben diesem evangelischen Bischof Dibelius zur Eröffnung des Zweiten Deutschen Bundestags eben gesprochen hat, was ja auch, ich muss sagen, eine sehr große Aufgabe ist, ne, eine gewisse Bedeutung hat. Und da wurde eben dann im Quellbericht, nee, die Quelle, die Welt berichtet vom 7.10.1953, Zitat, die Arbeit des Bundestages wäre nichts, wenn sie nicht unter dem Zeichen der christlichen Liebe und Barmherzigkeit steht. Zitat Ende. Ja, und das ist, wie gesagt, belegt. Das fand ich auch wichtig. Und dann darüber hinaus habe ich jetzt hier noch ein weiteres Zitat über Kardinal Frings. Und das ist jetzt aus einer Papierkopie, wie man es lesen kann, von einem Buch, beziehungsweise einem Artikel von Heinrich Schächter. Dieser Artikel hat die Überschrift Das Ziel römischer Politik in Deutschland. Und da hat der Autor, ich sage das jetzt bloß einfach mal so, mehr oder weniger das Reich Karls des Großen im Prinzip als großes, oder die Errichtung des Reichs Karls des Großen als großes Ziel von diesem Kardinal eben verheißen und angekündigt. Ja, also dieser Priesterstaat sozusagen, das steht hier sozusagen in dieser Papierkopie, habe ich jetzt nicht noch eingefügt, genau, weil wir das schon mal angesprochen hatten, glaube ich. So, und dann ja ist bei dieser relativ kurzen Recherche über den Frings bin ich noch über die sogenannte Kohlepredigt gestolpert. Und da geht es halt, ich habe es mal kurz angemerkt, Stehlen aus purer Not sei erlaubt. Und das ging relativ weit, weil irgendwo war dann nicht klar, was ist jetzt wirklich Not, was ist nicht Not. Ne? Und ja, das Gebot, ne, du sollst nicht stehlen,
wurde sozusagen dort ein bisschen angepasst an die Zeit und im Volksmund als sogenannter Klütten, also Kohlenklau, bezeichnet. Und als den Begriff hat man dann das sogenannte Fringsen gemacht. Und das ist tatsächlich auch in den Duden dann veröffentlicht worden. Mittlerweile ist es wieder entfernt. Und wer sich darüber auch mal informieren möchte, ist ein YouTube-Video hier verlinkt in dem Skript, wo es dann sozusagen da auch nochmal ein bisschen ein paar Informationen gibt. Also alles zusammen. Der Kardinal Frings ist ziemlich gut angebunden, kann man sagen. Er ist bestens vernetzt in der Politik. Ja, da gibt sich eine Tür oder eine Tür macht die andere auf, könnte man vielleicht sagen. Und genau, damit bin ich sozusagen erstmal bei dem Kardinal Frings soweit durch. Und jetzt sind wir auf dem PDF auf der Seite 10 angekommen. Und genau, da war genau nochmal dieser Link zu dem Kardinal Frings, weil irgendwas war doch, warum haben wir denn jetzt mit dem Kardinal Frings so jetzt so angefangen, drüber uns unterhalten und nachgeforscht? Naja, weil in dem Originalskript von uns, der Offizierstyp im katholischen Heer, katholisch Fragezeichen, der Kardinal Frings als ein Mensch bezeichnet wird, der relativ untriebig ist und dass eben dieser Kardinal Frings eben auch dabei ist, eben ja diese Wehrmacht oder Bundeswehr oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet, eben aufzubauen. Und das ist sozusagen der Hinweis gewesen, wie oder warum wir uns jetzt mit diesem Kardinal Frings beschäftigt haben. Genau. Und dort habe ich natürlich jetzt, Jörg, wieder die Rolle zurück in dem Buch, was wir in dem ersten Teil besprochen haben, ne, die Schwarze Wolke, habe ich einen Autor gefunden, der Heinrich Missala heißt. Ja, und dieser Heinrich Missala, der hat mehrere Werke verfasst und eines, was mir jetzt im Original, beziehungsweise als E-Book vorliegt, nennt sich Erinnerung um der Zukunft willen. Das ist dort, glaube ich, nicht abgedruckt, aber der Name, der Autor ist auf jeden Fall erwähnt in der Schwarzen Wolke, gleich am Anfang, wo die Autoren aufgezählt werden, da müsste der mitstehen. Dieses Buch, wie gesagt, ist ein E-Book, da habe ich jetzt auch nicht die Möglichkeit, das jetzt hier einfach mit reinzustellen. Aber ich habe zumindest mal hier einen kleinen Ausschnitt mal rausgenommen aus diesem Buch. Und zwar ist das auf der Seite 10, ne, fängt das an mit einer problematischen Staatsnähe. So, und da würde ich jetzt vielleicht mal anfangen, ein bisschen noch reinzulesen, wenn das okay ist, Jörg, ich weiß nicht, was die Zeit sagt, damit das hier sozusagen auch nochmal deutlich wird. Ja. Und genau, die Überschrift liegt vor, eine problematische Staatsnähe, genau. Also am Beispiel der Wiederaufrüstung und der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht lassen sich zwei Probleme des deutschen Katholizismus der Nachkriegszeit aufweisen. Zum einen wird erkennbar, wie sehr die Entscheidungen der Amtsträger ohne Rücksicht auf die Meinung der Gläubigen getroffen worden sind. Zum anderen tritt, vorsichtig gesagt, die Nähe zwischen der katholischen CDU, der katholischen Kirche und der CDU hervor. Alles klar. Im deutschen Katholizismus wurde noch nach Beginn des Koreakriegs im Juni 1950 mehrheitlich eine Wiederbewaffnung abgelehnt. Koreakrieg, okay. Nach wenigen Monaten konnte jedoch eine Änderung dieser Haltung verzeichnet werden. Ein entscheidender Grund dafür war eine Predigt des Kölner Erzbischofs Josef Kardinal Frings. Aha. 4 Wochen nach Kriegsbeginn im Fernen Osten erinnerte Frings an die Weihnachtsbotschaft von Pius XII. Von 1948 und wies auf die Gefahr hin, in der sich Deutschland befinde. Und unter Anspielung auf die vordergründig vergleichbare Situation der beiden geteilten Länder, Korea und Deutschland. Seitdem war ein Meinungsumschwung zu verzeichnen. Es ist unzweifelhaft, steht das jetzt hier geschrieben, dass der deutsche Katholizismus früher als andere Gruppen der bundesrepublikanischen Gesellschaft und zudem entschiedener, jetzt müssen wir runterscrollen, für die Wiederbewaffnungsfrage eingetreten ist. So, und das findet man in der Quelle 6, Anselm von Döring, Mein Teufel, Katholizismus und Wiederbewaffnung. Da ist das im Original
erschien. Und das fand ich natürlich jetzt auch extrem spannend, wie jetzt ein Krieg, ein Konflikt, der ja wirklich am anderen Ende der Welt stattfindet oder ja, zu der Zeit genau stattfindet, auf einmal für die Wiederbewaffnung Deutschlands eine Rolle spielt. Und da habe ich mich natürlich dann auch noch mal rangesetzt und dort auch sehr, sehr, sehr interessante Dinge gefunden. Die besagte Weihnachtsansprache von Papst Pius XII, die habe ich leider noch nicht vorliegen, aber ich glaube, dass, also ich habe die jetzt bestellen können im Antiquariat, es ist tatsächlich auch eine abgedruckte Version von dieser Rede und vielleicht können wir uns die ja mal irgendwann mal mit angucken, wenn du das möchtest. Ja, und wie gesagt, was steht da drin in der Weihnachtsansprache, würde mich mal interessieren. Ich habe das mal so als kleine Anmerkung auf Seite 11 in dem PDF mit eingefügt und ja, was hat der Koreakrieg mit Deutschlands Wiederbewaffnung zu tun? So, und da habe ich, der Zufall will es, ein weiteres PDF gefunden also mit der Überschrift, so macht man Kriege. Nur mal, dass ich auch mal eben zu Wort komme. Was hat der Koreakrieg mit der Wiederbewaffnung Deutschlands zu tun? Angst erzeugen. Wenn man den Deutschen, die gerade den Zweiten Weltkrieg beendet haben, vorhält, dass in Korea ein Krieg zwischen Nord und Süd tobt, dann haben sie Angst, dass in Deutschland ein Krieg zwischen Ost und West entsteht. Und den kann man natürlich damit, dieser Angst kann man damit begegnen, dass man sich wieder bewaffnet und dann eben diese Abschreckung beginnt. Und das ist ja das, was wir sozusagen als Kalter Krieg kennen, wie sie uns das ja damals vorgehalten haben, die ganzen Jahre. Das ist meine Meinung dazu. Das ist einfach psychologische Kriegsführung. Da möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen, Jörg. Was ich gelesen habe, ist eigentlich noch das und noch schlimmer. Also das, was ich jetzt hier in diesem PDF gefunden habe, von diesem Roland Bohlinger, das dir auch vorliegt, was ich dir noch übersendet habe, da wird relativ genau auf diesen Konflikt eingegangen. Und wenn man sieht, wie dort die, wie dieser Krieg sich entwickelt hat, beziehungsweise wie, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, wie auf diesen Krieg, na, ich sag's mal, direkt hingearbeitet wurde. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, da sind mir unglaublich viele Parallelen gerade in den Sinn gekommen, gerade eben jetzt zur Zeit. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Das ganze PDF, sind zwar bloß 3 Seiten, das ist zu lang, das ist viel zu lang, aber vielleicht, dass man mal so kurz ein bisschen reinliest, dass vielleicht auch die Zuhörer vielleicht sich mal ein bisschen eine Vorstellung machen, was da thematisch geht, würde ich vielleicht mal anlesen, vielleicht direkt mal hier direkt bei der Überschrift, so macht man Kriege. Das ist sozusagen jetzt genau mit in dem PDF, ne, ein Auszug, genau. Da würde ich jetzt vielleicht auch nochmal mit einlesen, dass wir da einfach da eine Vorstellung kriegen. Weil ich denke, das ist eben auch sehr aktuell. Ja. So, und ja, los geht's. Als endlich nach 3 Jahren Krieg am 27. Juli 1953 in Korea der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, war inzwischen ein ehemals blühendes Land fast völlig zerstört. Eine mehr als 3000-jährige Kultur beinahe ausgerottet und ein ganzes Volk zum obdachlosen, hungernden Fürsorgeempfänger fremder Nationen gemacht. Für das koreanische Volk war dieser Krieg zu einem sinnlosen, völkischen Selbstmord geworden. Möge ihn auch noch so viele Koreaner überlebt haben, es gibt kein koreanisches Volk mehr. Und Deutschland lebt es nicht dauernd in der gleichen Gefahr, dasselbe Schicksal zu erleiden? Nicht umsonst meinte der amerikanische Historiker Stone, das mögliche Schicksal Westeuropas ist bereits geschrieben mit dem Blute Koreas. Und das ist ein Buch, da hatten wir die Fußnote 1, Seite 344, The Hidden History of Korean War. Das habe ich nicht. So, doch die wahre Geschichte des Koreakriegs ist in Deutschland viel zu wenig bekannt, obwohl sie jeder Deutsche kennen müsste. Die Ursachen, die zum Kriege führten. Schon seit Wochen waren sich die Heere von Nord- und Südkorea plänkelnd gegenübergelegen. Als dann in den frühen Morgenstunden des 25. Juni 1950 der Krieg offen begann, behauptete der Westen, Südkorea sei überfallen worden
Und der auf Drängen der USA sofort zusammengerufene Sicherheitsrat der UN entschied, dass eine Aggression vorliege und dass der Angreifer Nordkorea sei. Aller späterer Protest des Ostens und Nordkoreas nützten nichts. Dieser in der Folge so verhängnisvolle Entscheid fußte nun aber allein auf einem gekürzten Telegramm vom 25.06.1950, 21.26 Uhr. Abgesandt vom amerikanischen Botschafter in Südkorea, Musio, an das Auswärtige Amt in Washington. 5,5 Stunden später wurde dieses Telegramm dem Generalsekretär der UN, Trüschweli, das kann ich jetzt gar nicht richtig lesen, in verstümmelter und verzerrter Weise vom zweiten Delegierten der USA bei der UN mitgeteilt. So, und da von 171 auf 38 wurde eben auch verkürzt. Es besagte, dass aufgrund südkoreanischer Armeeberichte, also Äußerungen von parteiischer Seite, nordkoreanische Truppen am Morgen an mehreren Stellen in südkoreanisches Gebiet eingedrungen seien. Ob aber eine Provokation oder ein Angriff Südkoreas diesen Eindringen nordkoreanischer Truppen vorausging, davon wird in diesem Telegramm genauso wenig wie vom Gegenteil gesprochen. Moment, das klingt ja wie am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Naja, und auch, ne, genau, also da habe ich doch gedacht, das ist doch ein Muster hier irgendwo. Ne? Das ist doch, es funktioniert immer wieder, und Sie haben das dann später in Vietnam auch noch gemacht mit dem Golf von Tonkin, wo dann so gesagt ein nordvietnamesisches Torpedoboot ein amerikanisches Schiff angegriffen haben soll. Das heute als offizielle Lüge. Offizielle Lüge überall zu finden ist. Golf von Tonkin war eine erfundene Lüge. Ja? 5.45 Uhr, dass da irgendwelche Polen in Deutschland überfallen haben, ist auch eine Lüge, weil das waren verkleidete Menschen in der False Flag, nennt man sowas, falsche Flagge. Und das sehen wir hier in Korea wieder. Also, ich spreche jetzt mal nicht darüber, von was wir heute in Ukraine alles sehen, aber das sollte man vielleicht auch in dem Licht sich mal anschauen. Ne? Ja, dazu kommen wir auch noch, bestimmt noch ausführlich. Also, irgendwann mal, ja. Da sammeln wir auch schon recht fleißig. Also, mach mal eben weiter, aber berücksichtige, dass wir in 10 Minuten ungefähr Schluss machen wollen, dass es nicht zu lange wird. Aber es ist sehr interessant. Genau, ich mache mal schnell ein bisschen weiter. Genau, also dieser recht magere, in Anführungszeichen, Beweis, es war ja der einzige Beweis, veranlasste darum auch den jugoslawischen Delegierten im Sicherheitsrat, er hatte allerdings keinerlei Vetorecht, die Beschlussfähigkeit des Sicherheitsrates ernsthaft anzuzweifeln. Trotzdem wurde Nordkorea zum Angreifer gestempelt, wenn auch nicht einstimmig. Doch das bedeutete, dass ein Land eines Verbrechens angeklagt und durch einen einzigen fadenscheinigen und verzerrten Indizienbeweis verurteilt wurde, ohne dass sich dieses Land Gehör verschaffen konnte, ohne dass irgendein Freund anwesend war und ihn verteidigen konnte und ohne Voruntersuchung, ohne Lokaltermin, ohne Zeugen und zwar einzig durch westliche, meist unter amerikanischen Druck oder Einfluss stehende, von ihren Regierungen bestellte Interessenvertreter und nicht durch unabhängige Richter. Amerikanische, Moment, da muss ich nochmal eben zwischengehen. Hier steht es, meist unter amerikanischem Druck oder Einfluss stehende, von ihren Regierungen bestellte Interessenvertreter. Streich das Wort amerikanische und setz römische. Ja? Da geht es um vatikanische. Ja, ne? Wir wollen ja den Leuten auch deutlich machen, dass es hier eben einen religiösen Zusammenhang gibt. Und das muss man eben auch mal erwähnen. Ne? Auf diesen religiösen Zusammenhang, Jörg, kommen wir garantiert auch schon in diesem PDF. Ich kenne es ja nicht, deswegen gebe ich meine Kommentare, so wie ich sie sonst immer gebe, wenn ich irgendetwas... Ich habe das ja nicht gelesen vorher. Für mich ist das ja auch neu. Also muss ich ja irgendwann mal einen Kommentar geben. Ne? Das ist absolut Ordnung, Jörg. Geh ruhig dazwischen. So, wahrlich ein ungeheuerliches Urteil, das man sich merken muss. Es hatte die weitreichendsten Folgen. Wenn wenigstens die USA in ihrem späteren Weißbuch über den Koreakrieg die Beweise für das Urteil erbracht hätten, aber Stone weist uns in diesem oder in seinem Buch nach, dass sich auch hier der Wunsch zu vertuschen offenbart, wie überhaupt die ganze sich im Verlaufe des Krieges immer mehr bis zur scharfen Pressezensur steigernde Vergewaltigung der Wahrheit von Seiten der USA oder Vatikan nicht gerade auf ein besonders gutes Gewissen schließen lässt. Sir John Pratt, britischer Diplomat und ehemaliger Sachbearbeiter für Ostasien im Londoner Auswärtigen Amt. Er trat im Dezember 1951 von seinem hohen Posten zurück mit der Begründung, er könne die Lüge über den Koreakrieg nicht länger mitmachen. Schreibt in seiner kleinen Broschüre »Die Lüge, die zum Krieg führte«,
Zitat: Am Sonntag, den 25. Juni, im morgengrauen Griff, sinkt Man Ri plötzlich an, worüber die Nordkoreaner überrascht waren. Seine Streitkräfte überschritten den 38. Breitengrad an mehreren Punkten und nahmen Haiyu eine Meile nördlich auf dem Weg nach Pyongyang. Die Nordkoreaner begannen eine Gegenoffensive. So, mal schnell runterscrollen. Eine Gegenoffensive. Worauf die Südkoreaner, Klammer auf, von denen sowieso schon zahlreiche überliefen, Zitat, ihre Waffen wegwarfen und flohen. Die Nordkoreaner trieben sie über den Breitengrad und begannen die Invasion Südkoreas. Zitat Ende. Nun, in jenem Beweistelegramm vor dem UN-Sicherheitsrat war unter anderem der Satz weggekürzt gewesen. Zitat, die Aktion wurde um 4 Uhr früh begonnen. Ungefähr um 6 Uhr früh begann die nordkoreanische Infanterie den Breitengrad zu überschreiten. Punkt, 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 Zitat Ende. Waren die 2 Stunden zwischen 4 und 6 Uhr etwa die Zeit des südkoreanischen Angriffs? Und dann eben wieder dieses Brett an eben genannter Stelle. Zitat, es gibt erdrückende Beweise dafür, dass Syngman Rhee und seine amerikanischen oder jesuitischen Hintermänner den Bürgerkrieg am 25. Juni 1950 begannen und die Regierung der USA bestand deswegen darauf, dass der Sicherheitsrat noch am selben Tage die Nordkoreaner als Angreifer verurteilte, damit diese Beweismittel nicht bekannt würden. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und Ende Zitat. Wir halten fest, Zitat, damit diese Beweismittel nicht bekannt würden, ja, Zitat Ende. Paul Sett, das ist auch ein an diesem Büchlein aufgeführt, auch ein Zitat, kann man im Ernst noch die These aufrechterhalten, dass Südkorea das unschuldige Opfer eines Angriffs gewesen sei? Nach den Mitteilungen von Dr. Phyn, südkoreanischer Außenminister, wird dies nicht mehr möglich sein. Zitat Ende. Nachdenklich stimmen die Worte des republikanischen Senators Jenner am Tage der Entlassungsverfügung MacArthurs. Er forderte die Einleitung eines Verfahrens auf Amtsenthebung gegen den Präsidenten. Die USA seien in den Händen einer geheimen Clique, die von Agenten der Sowjetunion gelenkt wurde. Das steht zumindest in der Welt vom 12.04.51. Naja gut, wer die Clique lenkt, das ist ein anderes Thema, das wissen wir. Und ja, er forderte weiter. Zitat, naja, Entschuldige, na, auf den Satz. Die USA seien in den Händen einer geheimen Clique. Da erinnern wir uns doch mal bitte eben an die ganze Verschwörungssendung, die mit Michael im Augenblick läuft und die Rede von John Fitzgerald Kennedy, in welchen Händen einer geheimen Clique die Amerikaner wirklich sind. Bitteschön. Mhm. Ja, ja, machen wir weiter. Die Monolithic Conspiracy, ne? Genau, ja, was genau. Die Rede von Kennedy war. Ja. Richtig, also dort kommt es wieder zusammen, ne? Genau. Ja, zunächst macht aber die nach Korea entsandte UN-Kommission einen Vermittlungsvorschlag. Er wurde, obwohl gut annehmbar, stillschweigend übergangen und im späteren Weißbuch der USA unterdrückt. Stone kommentiert, Zitat, dies war das in Palästina und Kaschmir angewandte Verfahren, wo auch bereits gekämpft wurde, als die UN eingriff. Die Kaschmiri, Punkt, 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 und die Palästinenser, Punkt, 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 können sich glücklich schätzen, dass sie anders als die Koreaner Objekte der Vermittlung wurden und nicht der, in Anführungszeichen, Befreiung. Ja, und das ist natürlich, ja, erinnert mich auch zurzeit an den Ukraine-Konflikt, muss ich sagen. Ja, ne? Befreiung erinnert natürlich auch an das Ende des Zweiten Weltkriegs, wo dann Deutschland von den Nazis befreit wurden. Genau. Und nochmal kurz, um auf den Absatz nochmal zurückzugehen hier, ne? Die USA seien in den Händen einer geheimen Clique, die von Agenten der Sowjetunion gelenkt werde. Das hat man dann ja auch nochmal deutlich versucht, den Menschen klarzumachen mit Lee Harvey Oswald, dem Attentäter auf John F. Kennedy, dem sogenannten, der ja so viele Verbindungen hatte zur Sowjetunion. Da sind wir noch gar nicht reingegangen in der Verschwörung. Das kommt ja alles noch mit Michael. Aber man sieht doch, wie dasselbe Bild sich überall wiederholt. Ne? Gerade eben mit dem Ausbruch des Krieges, was wir gesagt hatten. Und jetzt hier eben auch, welche Hintergründe das angeblich hat. Man muss unglaublich zwischen den Zeilen lesen, um es gut zu verstehen. Aber dann ist das ein unglaublich interessantes Thema. Ne? Und vor allem ist es wie eine Schablone. Ne? Wenn man dann einmal diese Schablone hat, dann kann man die einfach überlegen und dann findet man überall diese Parallelen. Dann ist es egal, wo auf der Welt diese Kriege entstehen. Das ist alles nach demselben Muster. Ja, ne? Und die Bibel sagt dazu, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Mhm.
Um das eben ist die Bibel zu erwähnen, so nebenbei. Ne? So nebenbei. Ja, Jörg, ich würde sagen, ich lese das hier noch bis zum Kriegsverlauf hier, ne? Diese kleine Zwischenüberschrift, dann sind wir damit erstmal so weit, oder? Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, ja, lies mal weiter. Ja, gut, also. Befreiung, genau. Aber damals wollte man an entscheidender Stelle ja auch gar keinen Krieg. Doch hier wollte man, man hatte nun endlich seinen Krieg, ihn nicht mehr fahren lassen. Und der Stone schrieb auf der Seite 348, Zitat, der entscheidend wichtige Zug im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Denken der Amerikaner war die Furcht vor dem Frieden. General von Fleet fasste das alles zusammen, als er im Januar 1952 zu einer philippinischen Abordnung die Worte sprach, Korea war ein Segen. Es musste ein Korea geben, entweder hier oder irgendwo sonst in der Welt. In diesem harmlosen Bekenntnis liegt der Schlüssel zu der verborgenen Geschichte des Koreakriegs. Allerdings, ein zerstörtes Land, eine vernichtete Kultur, ein halb ausgerottetes Volk und ein Segen, das lässt sich nur verstehen, wenn der Krieg den USA genutzt hat, beziehungsweise den Hintermännern. Ne? Cui bono, genau. Heißt die Frage, wenn man den Schuldigen sucht, wen nützt die Sache? Nun, die Wirtschaft der USA stak damals in einer sogenannten Konjunkturkrise. Sie brauchte unbedingt einen Absatzmarkt und bekanntlich ist ein Krieg der beste Absatzmarkt. Allerdings war die Konjunkturkrise nicht der einzige Grund, wie wir noch sehen werden. Genau. Ja, da würde ich jetzt erstmal aus dem PDF erstmal rausgehen. Mhm. Ja, das ist auch ganz in Ordnung soweit. Ich muss dir mal ganz ehrlich dazu sagen, was wir hier jetzt gerade eben gelesen haben, und zwar auf dem letzten Absatz hier auf der Seite davor, da steht ja hier, der entscheidend wichtige Zug im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Denken der Amerikaner war die Furcht vor dem Frieden. Es gab damals, ein paar Jahre später, einen amerikanischen Präsidenten mit Namen Eisenhower. Als Eisenhower abgetreten ist, hat er eine Rede gehalten, wo er vor dem amerikanischen industriellen militärischen Komplex gewarnt hat. Dass der amerikanische industrielle Komplex natürlich von Anfang bis Ende geleitet wird, von der Kirche im Krieg, von den Jesuiten, da muss ich hier wohl keine besondere Zeichnung beimachen, das versteht ja wohl jeder. Aber dieser Satz gibt uns im Grunde schon eine Aussicht auf das, was der Eisenhower in seiner Rücktrittsrede gesagt hat. Die, glaube ich, ich weiß nicht wann, 1960 ist ja, wenn ich mich nicht irre, Kennedy Präsident geworden, die ja irgendwann in der Zeit gehalten hat. Ja, könnte man jetzt mal nachschauen, können wir vielleicht nächste Woche nachliefern, wann Eisenhowers Rede war. Aber er hat ja deutlich vor dem industriellen militärischen Komplex gewarnt. Und wenn hier dieser Stone schreibt, man hatte nun endlich seinen Krieg, der entscheidend wichtige Zug im politischen, wirtschaftlichen und militärischen Denken, ja, der wirtschaftlich-militärische Komplex, vor dem Eisenhower warnt, war die Furcht vor dem Frieden, weil dann gibt es nichts zu verdienen. Und vor allen Dingen, um nochmal auf die Religion zurückzukommen, auch die Kirche macht nur Fortschritte im Krieg. Im Frieden steht die Kirche und die Agenda der Kirche, der römisch-katholischen, der Kirche Satans, still. Wenn man das weiß, dann macht das alles Sinn. Und genau deswegen machen wir diese Sendung. Gerald, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei deinem Einsatz und finde es wunderbar, wie du durch die Sendung führst, dass ich mal ab und zu mal probiere, meinen Mund aufzukriegen und auch mal was zu sagen. Ist ja schön. Die Menschen haben mich ja schon oft genug gehört. Ich finde uns beide ein ganz tolles Team. Ich habe nur die Befürchtung, dass diese Sendung hier doch weit, also dieses ganze Thema wahrscheinlich am Ende über unsere Sendung sein könnte, weil wir kommen ja irgendwie gar nicht voran in dem Skript. Wir sind nämlich immer noch auf Seite 1 mit dem Herrn Frings. Also, und deswegen lasse ich dir jetzt sowieso den Schlusskommentar zu der Sendung von heute, die ja in zwei Teilen ist wegen der technischen Probleme davor. Also ich fasse es mir jetzt auch kurz. Ich habe auch die Befürchtung, dass das wirklich ein neuer Rekord werden würde, zumal dass wir wirklich jetzt schon in der fünften Lesung sind und immer noch auf dem Skript in der ersten Seite. Ich glaube, das ist schon ein Rekord wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, der Eisenhower, ne, der hat in der Abschiedsrede vom 17. Januar 1961 genau dieses Zitat gebracht, was der Jörg gerade eben erwähnt hat. Und damit ist er eben so bekannt geworden. Ne? Also 17. Januar 1961. In seiner Abschiedsrede.
Ja. Und ich erinnere mich auch an ein Zitat von dem Kardinal Faulhaber, der ja auch das gesagt hat, was er hier gerade erwähnt hat, nämlich dass die katholische Kirche sich nur dann entwickelt oder voranschreitet in ihrer Entwicklung, wenn die Welt aus allen Löchern blutet. Ja, und eine Welt, die blutet nur dann, ja, wenn Krieg ist. Ja, und wenn man sich überlegt, dass diese Menschen sich als Christmenschen bezeichnen, dann muss ich sagen, läuft es mir bloß eiskalten Rücken runter. Und jeder, der ein Bibelverständnis hat, jeder, der diese Wahrheit kennt, der weiß, dass das, was wir hier erleben, genau das Gegenteil ist von dem, was in der Bibel steht. Und deswegen ist für mich auch immer wichtig, dass man dort diesen wirklich wichtigen Halt findet, um diesen ganzen, ich sag's mal deutlich, Wahnsinn auch auszuhalten und auch die Kraft zu finden, sich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen. So, Maranatha.